denn kurz? Wo seid ihr? Schmeckt's dir, Vogel? Mach dich besser auf den Weg. Ein Taxi kommt. Wieso ist die Notbeleuchtung an? Wo sind alle hin? Hier stimmt was nicht. Halte ich bereit. Okay, warte kurz. Wir haben doch alle Nazis schon getötet, oder was soll denn hier noch kommen? Warum ist der Raum komplett schwarz? Gebt ihr Deckung! Herzlichen Glückwunsch, William. Auf dich, du Superheld! Halt, ich hab fast einen Herzinfarkt gekriegt, verdammte du Scheiße! Dich, du Superheld. Ja! Ich gedacht, dass ich so lang mache. Also auf Bruder Blaskovic, den zähesten Schweinehund, den ich kenne. Terror, Billy! Wow, das nenne ich einen richtig guten Bananenkuchen. Der ist von Max. Max Hass! Oh! Hier kommt flüssige Liebe. Großer Gott, der brennt glatt ein Loch in den Bauch des alten Horten. Jungs! Also, wie war die Venus? Haben Sie mir irgendwas mitgebracht? Tja, der Souvenirladen war zu, aber ich hab das. Heilige Scheiße, Blaskovic. Erzählen Sie von dem Schiff. Ich muss Ihnen auf jeden Fall vom Silberfisch erzählen. Ist das der Name des Schiffs? Ist ziemlich klein. Sigrun. Ja, Frau Grace? Hören Sie, ich brauch mal Ihre Regimeaugen. Ich gehöre nicht zum Regime! Wie auch immer. Also entschlüsseln Sie die Odin-Codes, damit wir das Abwehrsystem deaktivieren und den Ausmerzer kapern können. Ja, Frau Grace. Aber bitte, ich gehöre nicht zum Regime. Oh, tut mir leid. Habe ich Ihre Regimegefühle verletzt? Schluck's runter, Püppchen. Was zum Teufel, Gottverdammt! Scheiße. Kameraden, Brüder und Schwestern, vielen, vielen Dank. Morgen ballern wir auf das Regime, bis uns die Kugeln ausgehen. Aber heute, heute feiern wir Blaskovic. Hört, hört! Hey! Und die Fuße. Nicht ihrer. Hey! Hört, hört! Max! Na los! Ja! Na los, Junge! Na los! Ja! Ja! Oh! Oh Gott verdammt! Da hat jemand die Toilette zugeschissen! Ist doch nicht wahr! Oh. Sie haben deinen Kopf in diesem Glas aufbewahrt, Terror Billy? Hey, hey! Hört, hört! Max Hass! Max Hass! Los, schlag schon zu! Max! Oh. Max Hass! Max Hass! Komm schon, William, der hält auf! Komm schon, das geht besser! Oh.
okay, Wyatt? Whisky? Also, Horten fängt mit Mais an. Manchmal haben wir auch Gerste genommen. Ich glaube, ich mag Roggen, aber normalerweise nimmt er Mais und dann... Liebling, William. Wach auf, William. Oh, oh, Baby, bitte. Das kleinste Geräusch ist wie eine Kugel in den Kopf. Was ist los? Wyatt ist verschwunden. Blazkowicz. Sie müssen ihn finden. Ich muss noch alles für die Mission regeln. Los! Wir suchen ihn schon die ganze Nacht, aber finden ihn nicht. Du musst ihn finden, bevor es losgeht. Okay. Ich brauche noch ein bisschen Schlaf. Eine Stunde, okay. Okay. Wo ist denn jetzt unser zugekiffter Komp? Alter, aber ich frage mich immer noch, was jetzt sich so reinballert. Wyatt, was ist nur mit ihnen los? No. Das klingt echt cool, aber naja, ich muss weiter, bevor ich noch mal Probleme kriege, Mann. So, irgendwo hier. Da vorne, okay. Achso, die Blechbüchse, die ich da angeschmissen habe. So, erstmal hier. Hey, ich habe Infos für Sie, Mann. Also folgendes, Bee. Wir könnten einen Funkspruch abfangen, in dem die Baumaterialien erwähnt wurden, die die Ärsche zum Generalstab auf der Venus geschickt haben. Komm. Jetzt kommt's. Auf der Liste steht ein vollfunktionsfähiger Schlachtenläufer. Max, Hass. Sie benutzen ihn wohl, um Decken zu streichen. Komm, Max. Wer weiß. Mach nicht naja, so traurig. Schauen Sie sich die Einzelheiten auf der Kriegskarte an. Los. Viel Glück, Bee. Wieso steht die so komisch? Max, hat die Rückenprobleme? Bestimmt wollte Wyatt seinen Rausch ausschlafen. Wie wäre es, du es dir leicht machst? Da hinten muss ich hin, okay. Glaubst du, ich kenne das nicht? Mit anzusehen. Das Klo wäre out of order. Warum höre ich immer noch so ein Geschisse aus dem Ding? Hört ihr das meine mal? Familie, meine Kinder. Und wie einfach es wäre. Wieso ein scheiß Geräusch, obwohl das Ding out of order ist? Damit stimmt doch irgendwas nicht. Ich muss da hinten hin. Kann ich hier auch irgendwie hoch? Nee, ne? Ne, hier komme ich nur unten hin. Obwohl, warte mal. Es könnte auch hier sein. Yes! Captain, ich will Ihnen mal kurz was zeigen. Okay. Kennen Sie diesen Regimebunker in Manhattan? Den nutzen die Schweine als Basis. Wir haben einen Funkspruch abgefangen, in dem die dort gelagerte Kampfausrüstung genannt wurde. Jetzt kommt's. Auf der Liste stehen voll funktionsfähige Python-Gurte. Schauen Sie sich die Einzelheiten auf der Kriegskarte an. Aber hallo. So. Hey, Paris Jack. Haben Sie Wyatt gesehen? Ja, letzte Nacht. Ihm ging's nicht besonders gut. Scheiße, Paris. Oh, Ihre Musik klingt wie flüssiges Gold in meinen Ohren, Mann. Tropf, Tropf. Wo haben Sie so spielen gelernt? Musik hallte durch die Straßen von New Orleans. Wenn man begabt war, ging sie einem einfach ins Blut über. Aus dieser Begabung was zu machen, ohne falsche Töne zu spielen, das erfordert Übung. Jahrelange Übung. Und unglaublich viel Disziplin. Ich habe die Klarinette in der Schule gelernt. In der Schule lernt man nur, ein guter Sklave des Systems zu sein, Mann. Musikalisch und in anderer Hinsicht. Mann, nicht. Wow, Ihre Musik, Mann, die ist kosmisch, wie ein Ritt auf den Raumwinden. Sie spielt mit meinem Geist, verstehen Sie? Durch sie fühle ich mich... Oh, fühle ich mich etwas... seltsam, ehrlich gesagt. Warum tun Sie sich das an, Junge? Was? Sie nehmen was ein, wenn keiner hinsieht.
Das ist cool, Mann. Ich forsche, ich erweitere meinen Horizont mental, verstehen Sie? Das sollten Sie lieber lassen. Mann, Sie verstehen das nicht, Paris. Sie wissen doch gar nicht, was ich verstehe. Es geht ums Universum, das ist wichtig. Es gibt Dinge, deren Sinn ich verstehen muss. Mein Sohn, im Universum ergibt nur eine Sache Sinn. Und zwar der süße Klang der Musik. Sie verstehen es nicht, Mann. Also, Sie sagen, er ging Richtung Schießanlage? Mhm. Der ist sicher auf einem Trip. Ja. Danke. Hey, Terra Billy. Was sprechen Sie mit der Professorin? Ich hab da vielleicht was für Sie. Okay. Suchen Sie Wyatt bei der Schießanlage. Er ist in die Richtung abgedampft. Okay, okay. Vielleicht ist Wyatt ja bei der Schießanlage. Hm. Ach, die ist da unten. Komm ich hier lang? Die war ich doch schon mal, oder nicht? Hey, war... Spürst du, wie sich das Blatt wendet, Blaskovic? Mit dem Ausmerzer werden wir unschlagbar sein. Kann sein. What the fuck ist das hier für ein Raum? Okay, ich hab schon mal Kartoffeln gefunden. Da kann ich den ja dem dicken Schwein erstmal geben. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber dann könnt ihr das mal machen, ne? Bin schon wieder hier gelandet. Alter, ich sehe in diesem Scheißding nicht durch. Oh Gott, ich bin wieder hier. Oh. Ich muss... Wo ist das Ding nochmal gewesen? Kann ich sie aktiviert lassen, dieses Signal? Ach doch, ich muss es nur gedrückt halten. Alter, wie soll ich die Taste gedrückt halten? Was für Scheiße. Ey, das ist die Falltaste nach links, Falltaste nach unten, die ich gedrückt halten muss. Aber wie soll ich das machen, Mann? So, ich muss auf jeden Fall nach unten. Piek Bube. Halt die Schnauze. So, komm ich hier lang. Ich gehe einfach mal hier hin. Okay, das ist ihr Raum. Nein. Ja, es ist hier zu sein. Alter, ich mag dieses Gebiet hier überhaupt nicht. Ich verlaufe mich hier nur am laufenden Band. Die sehe ich nicht durch. Alles kompliziert. Ich klaue jetzt einfach mal eine ganze Munition. Sie waren zwar auf einem anderen Planeten, aber... Lootboxen! Oh, nee, so Munition. Ich weiß nicht, warum da eine Falle ist, aber macht bestimmt schon irgendwie einen Sinn. Warte, warum mache ich das jetzt? Muss ich gar nicht machen. Ich glaube, das macht so am meisten Sinn, ne? Ich frage mich, ob das nur Punkte gibt, wenn du den einmal triffst. So. Ich glaube, ein Treffer zählt nur, ne? Bin mir nicht sicher. Punkte, ist das etwas? Ist es gut? Ja, ich hab mal sehen, wie sich der alte Mann so schlägt. Er war sehr traurig. Ich bin hier, ich bin's, BJ, Mann. Leider. Wie mehr weiß, und ich bin jetzt hingekommen, um ihn zu finden. Kann ich mir auch hier irgendwie umgucken oder so? Kann ich hier rüber? Ja, tatsächlich, okay. Finde Wyatt. Wozu
toll ist dieser Typ? Wie kann ein zugekiffter Typ nur so viele Probleme machen? Wenn ich hier nicht richtig bin, bin ich ziemlich angepisst nachher. Bin ich hier gelandet? Warum kann ich unten meine Waffe nachtanken, Alter? Wo bin ich hier? Oh. So. Und dann bitte eine Hand. Ich will nicht andauernd Akimo sein, okay? Stell dir mal vor, Wyatt hätte jetzt gerade dahinter gesessen und geheult. Ich hätte ihn gerade in die Luft gejagt. Egal.